Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Watched. Bevor ihr euch fragt, was denn jetzt los, hat er sich während der Filme, die er heute geguckt hat, selbst ins Gesicht gepanscht. Nein, falls man es noch ein bisschen sieht, ich hatte letzte Woche einen Fahrradunfall. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben da schon das Bild von letzter Woche gesehen. Da sah ich nämlich noch völlig lädiert aus. Mittlerweile schwillt es ab und ich habe ein bisschen drüber geschminkt. Also kann ich hier eigentlich fast ein Schminktutorial machen, aber hier geht es um Filmkritiken. Und leider sind wir immer noch mitten im Sommerloch drin. Das heißt, die großen Filme, die lassen ein bisschen auf sich warten. Aber wir haben ja zum Glück die kleinen Franchises, ja, Sachen wie The Nun. Wolltet ihr da nicht ewig schon eine Fortsetzung zu haben? Oder bei Expendables 4, da werdet ihr ja doch auch gedacht haben, was sie jetzt wohl zu erzählen haben. Ja, das sage ich euch jetzt. Terroristen haben Atomraketen auf einem Frachter vor der Küste in ihren Besitz gebracht. Wenn die Babys losgehen, haben wir den Dritten Weltkrieg. Es gibt ganz am Anfang einen Dialog in Expendables 4. Da stehen Jason Statham und Sylvester Stallone zusammen und quatschen und plötzlich ruft so einer von der Seite, ey, ist es nicht der Neue? Und dieser Neue ist 50 Cent, der kommt dann so reingelaufen und Sylvester Stallone sagt zu Jason Statham, ah, das ist Easy Day, der Neue, der ist richtig gut, der war mal Ex-CIA oder so, der kann ordentlich was. Und 50 Cent tritt ins Bild, sagt Hallo und dann geht's weiter. Und das war's. Das ist die Einführung dieses Charakters, der zu den Neuen in der Expendables-Riege gehört und damit eigentlich noch die größte Backstory von allen hat. Die neuen Gesichter werden nämlich alle sonst gar nicht eingeführt. Du hast jetzt noch einen Charakter, der ist der Sohn von Antonio Banderas aus dem dritten Teil, aber ich hatte das Gefühl, dass sie gar kein Geld mehr für diesen Teil hatten, weshalb sie dann einfach die Billigvariante davon genommen haben. Und dieser Sohn hat exakt dieselben Charaktereigenschaften wie Antonio Banderas, aber auch hier muss man sagen, der sagt im Film vielleicht so 4, 5 Sätze, mehr passiert dann mit seiner Figur sowieso nicht und eigentlich hätte man sich's dann auch sparen können. Aber Expendables 4 braucht irgendwie einen Grund, um überhaupt was zu machen, denn eine Idee gibt's hier gar nicht. Ich habe mal geguckt, 5 Drehbuchautoren haben an Expendables 4 geschrieben und man muss klar sagen, das habe ich nicht gemerkt. Das ist wirklich ganz krass. Das ist einer der dümmsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Einer, der mit einem Klischee nach dem anderen um sich wirft. Die Bösewichte haben diesen generisch austauschbaren Plan, der nicht weiter erklärt wird. Die Bösewichte selbst werden natürlich auch nicht erklärt. Und wie gesagt, die Charakterriege um Sylvester Stallone, die findet eigentlich nicht statt. Vielmehr ist es hier noch die große Jason Statham Show, der kriegt mal wieder am meisten Screentime. Auch deshalb, weil eine wichtige Hauptfigur aus dem Film genommen wird. Und hier muss ich leider so ein bisschen spoilern, wobei ich sagen muss, so richtig Spoiler ist es auch nicht, aber ich kann es nicht anders erklären, denn man muss schon darauf hinweisen, für all diejenigen, die ins Kino gehen wegen Sylvester Stallone. Ja, das ist seine Reihe, er ist ganz groß auf dem Plakat vorne drauf und auch in allen Trailern vertreten. Aber ich kann euch sagen, das ist Scam. Der kommt in diesem Film nur für wenige Augenblicke vor und ist ansonsten für weite Teile der Handlung gar nicht präsent. Das wird im Marketing überhaupt nicht angesprochen, deswegen muss ich es euch an dieser Stelle sagen, weil ich das echt, das fand ich frech. Wenn er dann zu sehen ist, dann bewegt er sich kaum. In den wenigen Action-Szenen, in denen er präsent ist, sitzt er entweder oder er steht rum. Es gibt sogar einen Moment, da sagt er zu Jason Statham, ich habe Rücken. Ich kann jetzt an dem Kampf nicht wirklich teilhaben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich Sylvester Stallone an dem Punkt in seiner Karriere befindet, den eigentlich bisher nur Steven Seagal erreicht hatte, der in seinen Action-Szenen, in seinen Billigfilmchen ja mittlerweile nur noch sitzt. Woran es auch gelegen haben mag, vielleicht war nicht genug Geld für seine Figur da, vielleicht hat er auch gar keine Zeit für den Dreh gehabt, aber hier ist er kaum dabei. Das heißt, ihr bekommt hier eigentlich einen Jason Statham-Film, weil auch der Rest des Teams für weite Teile der Action ebenfalls nicht präsent ist, weil im Drehbuch immer wieder Situationen gefunden werden müssen, damit die sich eigentlich gar nicht beteiligen. Macht aber auch Sinn, denn die meisten davon können nicht wirklich kämpfen, aber auch leider nicht schauspielen. Vor allen Dingen Megan Fox. Boah, krass ist die Scheiße. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie absurd ich den Gedanken finde, dass jemand dachte, die könnte doch eine gute Ergänzung für dieses Team sein. Vor allen Dingen macht es das so tragisch, weil sie so viel Zeit und so viel Platz einnimmt in dieser Riege. So Figuren wie die von Dolph Lundgren finden nur noch am Rande statt. Denen werden so einzelne Gags in den Mund gelegt. Und aus diesem alten Geist von Expendables, den sie mal im ersten und zweiten Teil aufgerührt haben, ist hier gar nichts mehr übrig. Das hier wirkt nicht mehr wie alte Männer, die es noch
nochmal wissen wollen, sondern einfach nur wie alte Männer, die gar nichts mehr wissen wollen. Und das wird dem, was die Fans erwarten, ehrlich gesagt nicht gerecht. Der Vorgänger hat viel Kritik dafür bekommen, dass er nicht mehr so gewalthaltig war. Das haben sie jetzt wieder geändert. Aber die Gewalt wird immer durch CGI-Blut untermalt. Der Rest der Actionsequenzen sieht krass furchtbar aus. Es ist wirklich hardcore, wie sie es geschafft haben, simpelste Szenen vor einem Greenscreen zu drehen. Es gibt am Anfang einen Moment, da stehen sie einfach in einer Haustür und die Nachbarschaft im Hintergrund ist auch wieder einfach nur eine Tapete, ja, an irgendeinem Greenscreen. Generell wirkt hier vieles sehr wie vor einer Tapete. Das ist, glaube ich, einer der schlechtesten Greenscreens, den ich je gesehen habe, weil das gesamte Keying, die Ausleuchtung, gar nichts passt da zusammen. Das ist technisch katastrophal und hat mich oft erinnert an alte Videospiel-Zwischensequenzen aus so Spielen wie Command & Conquer, wo die auch immer so statisch vor irgendwas gestanden haben und im Hintergrund bewegte sich dann ein bisschen was. Und dementsprechend hat man hier einen vierten Teil, den gar niemand gebraucht hat, mit lächerlichen Figurenzeichnungen, wo einer der Hauptcharaktere für weite Teile überhaupt nicht präsent ist. Und die Action funktioniert ganz, ganz häufig nicht. Du hast ja jetzt hier Iko Uwais und Tony Jaa und die beiden, die können ja eigentlich was, aber jeder Kampf ist hier völlig zerschnitten. Die Kamera hält nie einfach mal auf eine Szenerie drauf. Gerade bei den beiden muss man ja sagen, die kann man auch einfach mal kämpfen lassen, aber es wird nicht gemacht. Expendables 4 wirkt über große Strecken, als hätte man das Budget, die die Vorgänger hatten, die ja auch schon nicht groß waren, nochmal halbiert, das genommen, nochmal gefüttelt und dann damit versucht, irgendwie einen Film hinzubekommen. Und das ist nicht möglich gewesen. Das hier ist billiger Murks, den keiner braucht und mehr als ein Stern ist selbst als Fan von Sylvester Stallone hier überhaupt nicht drin. Das ist einer dieser Filme, da wird man in 5 Jahren auf YouTube alle möglichen Videos finden, wo Leute sich über die schlechtesten Trash-Filme der letzten 10 Jahre unterhalten. Und dann werdet ihr nochmal von Expendables 4 hören. Sophie, was ist passiert? Ich glaube, irgendwas ist hier, das nicht hierher gehört. Was hast du gesehen? Eine Nonne. Nächste Fortsetzung. The Nun 2. Nach 5 Jahren ist jetzt endlich die Fortsetzung da zu einem Film, der ja auch schon nur eine Fortsetzung bzw. das Prequel zu Conjuring 2 gewesen ist. Und das hier ist jetzt, glaube ich, irgendwie das Mittelstück. Ehrlich gesagt, ich habe völlig den Überblick verloren. Aber eigentlich ist es auch alles egal. Denn die Geschichten, die hier erzählt werden, die sind halt völlig egal. Das ist ein Panoptikum aus dem niedrigsten Standard, den man im Horrorgenre bekommen kann. Dieses typische, eine Person läuft irgendwo in eine dunkle Ecke, dann knarzt es irgendwo und die Musik fährt runter und dann buh, Jumpscare. Und dann geht's weiter zur nächsten Szene. Mehr passiert in diesen Filmen ja mittlerweile nicht mehr. Die Charaktere, die das zusammenhalten sollen, in diesem Fall wieder dieselbe Schwester, die auch im ersten Teil schon gegen die Nonne gekämpft hat, die bekommen ja keine Hintergründe. Da wird ja keine Charakterzeichnung vollzogen. Alles, was man über sie wissen muss, ist, dass sie einen wahnsinnig krassen Glauben hat. Und dieser Glaube, der wird schon irgendwie richten. Und das tut er dann natürlich. Diese Filme funktionieren von A nach B immer nach demselben Schema. Es gibt hier so ein bisschen Exorzismus. Da wird ein bisschen mit einem Monster gespielt und irgendwann kommt dann die Nonne raus. Erschrickt die Leute mal von hinten, mal von vorne, mal von der Seite. Und das ist aber ehrlich gesagt auch schon die größte Abwechslung in diesem Film. Man weiß nie so richtig, von welcher Seite kommt sie denn jetzt, aber mehr passiert hier wirklich gar nicht. Ich fand ihn insgesamt ein bisschen besser, weil immerhin das Setting und die Machart relativ gut sind. Aber gut aussehen, das kann mittlerweile auch wirklich fast jeder Horrorfilm, zumindest die, die so ein bisschen Budget bekommen haben. Was mir noch am ehesten gefallen hat, ist das Finale, weil da kommt ein bisschen Effekt mit dazu. Aber ja, wenn ihr einen von diesen Filmen gesehen habt, habt ihr sie alle gesehen. Und wenn ihr nicht die allergrößten The Nun-Fans seid, dann werdet ihr hier wahrscheinlich nicht unbedingt abgeholt. Aber für diejenigen, die wenig Horrorfilme gucken und die auch bei The Nun schon gesagt haben, boah, ist der spannend, geht rein, müsst ihr wissen. The Nun 2 ist aber nicht der einzige Horrorfilm im Kino, den man sich aktuell angucken kann. Und der, den ich euch jetzt vorschlage,
Der gilt unter Fans als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Und dann gibt es aber auch das Lager, die finden, das ist einer der beschissensten Filme, die sie je gesehen haben. Die Rede ist von Skinamarink. Der hat dieses Jahr schon mehrfach so die Runde gemacht, weil er Anfang des Jahres auf TikTok viral gegangen ist. Der Film wurde nämlich ins Internet geleakt und hat da die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Die Ausgangsidee ist hier eine, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Hier wird nämlich viel mit der Dunkelheit gespielt und mit dieser Erfahrung, die man als Kind macht. Wenn man alleine zu Hause ist, wenn man sich gruselt und vor allen Dingen, wenn man in den Schatten, die irgendwo im Raum verteilt sind, langsam glaubt, irgendwas zu sehen. Und das erzeugen sie hier relativ gut bei Skinamarink, denn das Ganze hat so eine sehr kriselige VHS-Optik. Und diese Bildfragmente, die man aus dieser Zeit kennt, die bewegen sich immer so ein bisschen. Und dadurch hat man das Gefühl, dass sich tatsächlich im Dunkeln immer mal was formt. Aber Skinamarink ist auch der Film, der die meiste Zeit in irgendwelche Ecken filmt. Auf den Teppich, an die Tür, an den Rahmen oben an der Decke. Und die Personen werden auch meistens nur angeschnitten. Das heißt, man bekommt in diesem ganzen Film kein einziges Gesicht zu sehen und keinen Raum in seiner Gänze. Das ist das Konzept dahinter. Das ist ein Experimentalfilm von einem Regisseur, der vorher YouTube-Videos zu Albträumen gemacht hat. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, weil ich gemerkt habe, dass durch diese Orientierungslosigkeit, die sich dadurch einstellt, bei mir sich großes Unbehagen eingestellt hat. Aber auch wenn es dadurch immer wieder effektive Momente gab, die durchaus gewirkt haben, habe ich mich die meiste Zeit verloren gefühlt. Weil ganz viele Momente werden endlos ausgekostet. Hier wird viel mit eurer Erwartungshaltung auch gespielt. In den meisten Filmen würde in einigen Situationen, die sich hier abspielen, eben ein Schockmoment kommen. Das passiert hier nur sehr selten. Und dementsprechend guckt man hier für über anderthalb Stunden auf dunkle Räume, auf Teppiche, auf Lego-Bausteine, auf Fernseher rauf. Man hört häufig nichts, man sieht ganz häufig gar nichts. Vor allen Dingen im Finale ist hier pure Dunkelheit angesagt. Und das hat mich mehr genervt. Dieses Experiment hat auf mich leider nicht gewirkt. Ich habe aber von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, das ist eine der gruseligsten Erfahrungen, die sie je gemacht haben. Deswegen kann ich euch sagen, es ist ein Wagnis, aber vielleicht probiert es aus. Skinamarink läuft gerade im Kino, wird aber wahrscheinlich nur in sehr wenigen Kinos tatsächlich auch gezeigt werden. Aber falls ihr eine Vorstellung erwischen solltet, vielleicht wirkt er bei euch ja mehr als bei mir. Ich glaube nicht an Medien. Begleiten Sie mich zu einer Seance. Decken Sie den Betrug auf. Herr Detektiv, Sie sind hier, um mich in Misskredit zu bringen. Aber ich kann mit den Toten sprechen. Ich würde alles geben, um die Stimme meiner Tochter zu hören. Falls jemand gehört werden möchte. Wir sind hier. Und noch eine Fortsetzung. Hier in diesem Fall aber tatsächlich mal eine, die mir wirklich ein bisschen besser gefallen hat als die Vorgänger. Ihr erinnert euch vielleicht noch ans letzte Jahr. Da habe ich beim letzten Hercule Poirot-Film geschrieben, dass es der hässlichste Film des gesamten Jahres gewesen ist. Tod auf dem Nil wurde nämlich nicht auf dem Nil gedreht, sondern irgendwo in einem Greenscreen-Studio. Und das hat man immer wieder gemerkt. Dieser artifizielle Look und vor allen Dingen auch die Künstlichkeit der Darsteller haben bei mir dazu geführt, dass ich das wirklich kaum ertragen konnte. Und ein großes Problem bei den Agatha Christie-Verfilmungen ist für mich auch immer, dass es nicht so richtig ein Ratespiel für den Zuschauer ist, weil die kleinen Anhaltspunkte, die man auch als Zuschauer haben muss, um so einen Fall vielleicht auch sogar mitzulösen und mitzuraten, die ergeben sich in den seltensten Fällen. Hercule Poirot kommt in diesem Film am Ende mal raus und sagt, ja, er ist der Mörder, weil... Und dann präsentiert er ein großes Sammelsurium an Dingen, die dem Zuschauer vorher nie gezeigt werden. A Haunting in Venice, das auf einem eher unbekannten Buch von Agatha Christie basiert, macht das diesmal tatsächlich ein bisschen besser. Das eine ist der Look. Ja, sie drehen hier tatsächlich in Venedig. Und das sieht man. Diese Stadt ist wunderschön. Ich war da dieses Jahr auch und muss sagen, das ist eine tolle Kulisse. Das Gebäude, in dem sie filmen, das angeblich von Geistern heimgesucht wird, das funktioniert auch gut, weil sie es schön ausleuchten und weil sich Kenneth Branagh tatsächlich alter klassischer Horrormotive bedient. Das hier wirkt ganz häufig wie diese italienischen Horrorklassiker. Und das habe ich ehrlich gesagt ganz gerne geschaut. Auch wenn man jetzt in dieser Reihe mit Orient Express, Tod auf dem Nil und A Haunting in Venice einen Film hat, der völlig aus der Reihe fällt. Und das hat mich gleichermaßen überrascht. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch das Gefühl, dass dieser Gruselaspekt sich immer mal wieder in den Vordergrund gedrängt hat und der eigentliche zu lösende Fall so ein bisschen einen Schritt zurück machen musste. Und dann ja, gibt es am Ende wieder dieses Ding, wo Hercule Poirot den Fall löst und ich da saß und dachte, was, wie ist er darauf jetzt gekommen? Aber das muss man bei diesen Verfilmungen offenbar schlucken. Unter dem letzten Video damals hatten mir viele Leute geschrieben, das ist in den Büchern wahrscheinlich genauso, die habe ich aber nie gelesen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wenn Kenneth Branagh diese Stoffe schon modernisiert, dass er das vielleicht auch ein bisschen anpasst,
Macht er aber nicht. Dementsprechend kann ich sagen, für mich ist das hier von dieser Trilogie der Hercule Poirot-Filme tatsächlich noch der beste. Ja, ich muss sagen, der Punkt, an dem Kenneth Branaghs Figur ist, also Hercule Poirot, das gefällt mir schon seit Tod auf dem Nil nicht mehr. Der wird immer so als so Figur gezeichnet, die eigentlich gar keinen Bock mehr hat auf Detektiv sein. Und das erinnerte mich immer wieder an Indiana Jones, ja, wo die Hauptfigur auch nicht mehr will. Und ich mag sowas nicht. Sowas überträgt sich meiner Ansicht nach auf den Zuschauer, in meinem Fall zumindest, weil ich immer das Gefühl habe, ja okay, wenn die Figur nicht möchte, soll sie halt zu Hause bleiben. Ansonsten kann ich aber hier sagen, aus der Riege von Filmen, die ich euch diesen Monat präsentiere, ist das ehrlich gesagt noch der beste. Und das sage ich bei einem Film, dem ich 3 Sterne gebe. Naja, das ist es, was man gerade eben mitmachen muss im Sommerloch. Das soll es gewesen sein für dieses Just Watched. Leider wieder nichts dabei für wahrscheinlich die meisten, aber vielleicht gebt ihr ja Skin in the Ring eine Chance. Wir sehen uns in den nächsten Tagen. Ich kann vielleicht schon mal ankündigen, dieser Kanal, den gibt es jetzt seit 10 Jahren und ich habe mir gedacht, zum 10-Jährigen möchte ich euch gerne was präsentieren. Das und, warte, ich habe noch was. Als kleiner Hint für das nächste Video. Guckt mal, das neue Buch von Uwe Boll. Ich bin sehr gespannt, da werde ich doch mal reinschmökern. Aber davon hört ihr dann demnächst. Bis dann, tschüss.